Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freistadt TV. Die liebe Nadja und ich haben es uns heute vor dem Megastore richtig schön gemütlich gemacht. Und wenn ihr jetzt seht, wir schaukeln hier nämlich. Und was das jetzt Tolles Neues bei uns ist, das erklären wir euch jetzt. Ja, viele von euch kennen eigentlich die normalen Trekkingstühle. Da sitzt man so da gemütlich vor seinem Fahrzeug. Aber so eine wie ich, die wo gerne mal umeinander wippt, sind unsere neuen Trekkingstühle, die, mit denen du wippen kannst, eigentlich die perfekten Stühle. Weil es gibt Schöneres, abends vom Fahrzeug zu sitzen und schön hin und her zu wippen. Und als wir die Stühle bekommen haben, waren wir natürlich alle gleich richtig begeistert. Und die liebe Nadja hat die in ihrer Abteilung. Und darum haben wir uns heute gesagt, die müssen wir euch unbedingt im zeigen. Zum Beispiel in dem, wo ich jetzt gerade sitze, der hat an der Seite auch noch versteckt eine Handytasche, hat auch eine Tragetasche mit dabei. Können wir mal aufzuwippen. Ich kann weiter wippen. Ich nehme die mal gern so über Kreuz und damit einfach ein bisschen Schwung zusammen. Und dann hat der wirklich ein wunderbares Packmaß mit der schönen Transporttasche. Und dann kann ich mir den richtig schön um den Rücken hängen und rumtransportieren. So, Nadja, jetzt habe ich mir in den nächsten reingeguckt. Also, wir haben ja vier verschiedene. Also, ich habe ja schon mal alle austestet und sie haben ja doch gewisse kleine Unterschiede. Also, ich sehe hier jetzt, der hat eine feste Armlehne. Genau. Der ist jetzt vom Gestell wieder ganz anders da. Genau, der ist wie ein Regiestuhl eher aufgebaut. Hat zum Beispiel auch hier an der Seite noch so was Praktisches mit dabei, dass wenn ich mal wirklich keinen Tisch dabei habe, kann ich den ausklappen, kann zum Beispiel dann auch mein Handy hier so ganz schön präsentieren. Wenn ich Wein trinke, kann ich zum Beispiel auch einen Wein schön reinklemmen oder meinen Kaffee. Hier könnt sogar noch eine Dosen Energy oder Bier rein. Und das finde ich eigentlich auch sehr praktisch. Vor allem, der hat auch wieder diesen schönen Mechanismus, diese Spring Action Technologie. Aber es kann nichts rausfallen. Also irgendwie umkippen, das ist ja echt super praktisch. Ist alles ganz gut verstaut. Sieht man ja jetzt auch schon, dass nichts mehr wackelt. Also muss ich eigentlich nur zu meinem Mann sagen, Kaffee ist leer, Wein ist leer, bitte nachfüllen. Ja, genau, so können wir es in Zukunft machen. Was ist jetzt bei dem? Ist auch wieder anders. Der ist ein bisschen niedriger wie der auch. Ja, der ist. Hat auch die Handytasche, Getränkehalter. Genau, da haben jetzt beide zum Beispiel dasselbe Zubehör dabei. Die praktische Handytasche, wo ein bisschen versteckt ist, der Getränkehalter. Die haben zum Beispiel auch keine Tragetasche dabei, weil die haben nämlich auch was sehr Tolles, dass der sich nicht mehr zusammenklappt während der Fahrt. Haben wir hier so einen schönen integrierten Versperrer mit dabei. Den ziehen wir quasi hier drüber und dann haben wir schon unseren Tragegriff dabei, ab auf den Rücken und wir können loswandern. Also das ist eigentlich schon genial, weil die kannst du überall mit hinnehmen, ob jetzt vom Fahrzeug oder ihr möchtet am See weiter vorne abends mal gemütlich sitzen, dann kannst du die super einpacken. Oder wie du gehst ja zum Fischen, immer sind die ideal. Festivals, also die sind ja echt klasse. Also beim Angeln ist es echt richtig angenehm mit dem. Und vor allem, der wiegt auch nichts, anders wie bei manchen anderen Angelstühlen. Und ich finde die echt spitze. Ich glaube, Nadja, ich brauche auch so einen Stuhl. Aber wir wollten euch jetzt natürlich auch mal das Ganze zeigen, wie das funktioniert. Das ist nämlich eine Spring-Action-Rocker-Technologie, die patentiert ist. Hat Stoßdämpfer quasi dort hinten dran und dadurch kann man die richtig schön wippen. Und wenn man sich nach vorne setzen möchte, dann geht der Fuß auch automatisch am Boden hin. Und dadurch hindert man das Umkippen. Also kann ich auch so, wenn ich einfach gerade sitze, schön an meinem Tisch essen? Ja. Und wenn die Moni wieder relaxen möchte, dann kann sie wieder zurückgehen. Jetzt fehlt bloß nur die Stricknadel und die Wolle, dass ich stricken kann. Aber ich finde es so bequem und so toll. Das ist so eine tolle Idee, im Ganzen Trekkingstühle als Schaukelstuhl zu machen. Ja, vor allem ist es eh schon echt toll, dass in den USA sind die Stühle schon seit mehreren Jahren bekannt. Haben zum Beispiel auch 80% vom Marktanteil. Mhm. Und seit Anfang des Jahres gibt es es jetzt auch in Europa. Also endlich. Und
ganz besonders bei uns im Megastore bei der lieben Nadja. So, liebe Freistadtfreunde, wenn ihr jetzt sagt, Nadja, Moni, Megastuhl, den brauche ich unbedingt, dann könnt ihr natürlich bei uns in Sulzimoos vorbeikommen zur lieben Nadja. Die hat die Stühle alle aufgebaut. Ihr könnt Probe sitzen, ihr könnt wippen, solange ihr wollt. Und natürlich sind sie auch in unserem Online-Shop drin. Die Verlinkung ist natürlich wieder unterm Video und in unserem Katalog 2024 sind sie auch drin. Ja. Nadja, ich sage ganz lieben Dank. Schön, dass du uns gezeigt hast, was wir Tolles Neues bei uns im Megastore haben. Und ich freue mich, wenn wir mal wieder eins zusammen machen. Ja, wenn wir wieder eine neue Innovation für euch haben. Dann zeigen wir euch die natürlich. Und dann sagen wir zwei tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und gibt's der Nadja ein schönes Like, das hat sie nämlich verdient. Tschüss.